ZSL 1 TV Update wird Ihnen präsentiert von Swiss Life und dem Hotel Meiringen, Ihres Hotel im Berner Oberland. Im letzten Heimspiel der regulären Saison gegen den HC Fribourg-Gottiron sind noch viele Fragen offen. Was erfahren wir heute schon über mögliche Gegner der Playoffs? Wie gut ist die Rückkehr von Chris Baldisberger? Wie stark ist die Defensivleistung vom HC Fribourg-Gottiron? Und gibt es den vierten Sieg in Serie für die ZSC Lions? Das sind die Antworten. Wir haben ein torloses und eher harmloses erstes Drittel erlebt. Jetzt sind aber die Lions erwacht. Genauer mit dem Inti Pestoni, der in der 32. Minute mit dem zweiten Anstocher einschieben kann zum 1:0. Brillanter Robert Nielsen. Es steht 2:0 für die ZSC Lions nach 37 Minuten. Ein Gänsehautmoment im Hallenstadion. Es sind 48 Minuten gespielt und der Robert Nielsen geht in Geschichtsbücher ein. Es ist das 10.000. Goal von der ZSC Lions. ZSC Lions gewinnt 3:1. Fabrice, was bedeutet der heutige Sieg für dich? Ja, es war sicher wichtig. Ich weiss gar nicht, wie es Bern gemacht hat, aber vielleicht kann man noch den ersten Platz holen. Und es war sicher wichtig auch für das Momentum für die Playoffs. Jetzt habe ich mal deine persönliche Statistik noch angeschaut. Ich sehe, du hast 14 Strafen, bist aber auch bekannt als Mann, wo man wirklich auch hart reingeht. Das ist ein bisschen widersprüchlich an sich. Wie kannst du das erklären? Ja, ich habe es probiert, diese Saison ein bisschen tiefer zu halten, die Strafen. Letzte Saison war sehr viel mit vielen Matchstrafen. Und das hat, glaube ich, geklappt. Jetzt, letzte Woche haben wir natürlich ständig schon gefragt, die Playoffs stehen vor der Tür. Und ich will eine Antwort hören, nicht immer, es ist egal. Also jeder da innen hat eine Meinung, wen willst du als Gegner? Schwierig zu sagen, ja. Biel wäre sicher gut, ein gutes Team, aber das könnte man sicher schlagen. Und wen willst du ganz sicher nicht? Ja, das sage ich nicht. Okay, das lassen wir gerne aber so stehen. Ich wünsche dir viel Vorfreude, meine Stimme ist bereits im Playoff-Zustand. Ich hoffe, deine Leistung auch, ich bin überzeugt davon und wünsche dir alles Gute für das. Merci vielmals. Inti, che lezione avete tratto dopo aver giocato questa partita rispetto ai playoff? Ah, abbiamo notato che anche giocare contro una squadra che adesso è ultima in classifica deve giocare i playout è sempre difficile, tutte le squadre lavorano duro e per vincere devi dare sempre il 100%, anche stasera abbiamo dovuto farlo e nel playoff sarà ancora più difficile, quindi dobbiamo ancora migliorare per arrivare pronti. E quanto trash talk c'è nella fase precedente dei playoffs effettivamente? Adesso un po' inizia sul ghiaccio con il trash talk, però non ancora così tanto come nei playoff, dopo diventerà tutto un po' più caldo. E che cosa si cambia relativamente alla preparazione se si deve giocare così tante volte contro lo stesso avversario? Ma penso che più che altro gli allenamenti cambiano perché non ti prepari per giocare 50 partite contro squadre diverse, ma devi prepararti per giocarne 7 contro una squadra e devi comunque studiare loro, vedere come giocano gli avversari e cercare di giocare il meglio possibile per non far giocare bene loro. Sei pronto per il playoff? Sì, sono pronto, non vedo l'ora. In bocca al lupo. Crepi. Ja, der Inti meint, natürlich ist es in den Playoffs mal etwas anderes wie in den Playouts, aber auch dort haben wir schon immer 100% geben. Trash Talk ist etwas, das im Moment noch nicht so stattfindet, wird sich aber natürlich entsprechend steigern. Und vorher war es natürlich so, 50 Spiele immer mal wieder jemand anderes, jetzt 7 Mal hintereinander gegen den gleich. Das ist eine Umstellung, aber er ist parat.